Hallo zusammen, heute habe ich hier ein Nintendo Board 1996. Hier wurde ich gebeten, diese Lötstellen von der Steckaufnahme bitte einmal nachzulöten. Dort wären wohl kalte Lötstellen. Hier. Derjenige hat es auch selbst versucht und er bekommt es irgendwie nicht hin. Es funktioniert nicht so, wie es soll. Da können wir ja mal mit dem Mikro eben drauf gucken, wie es ausschaut. Moment. So, gucken wir mal. Schärfen. So, hier wurde jetzt selbst versucht zu löten. Und hier ist das Lot schon drauf, wo es gar nicht hingehört. Hier überall sieht man das. Und ich wurde halt gebeten, ob ich das mal nachlöten kann. Gut, tun wir das und machen es mal. Hier, Lot steht schon drüber, sieht man das hier. Ich weiß gar nicht, ob man das wiedergeben kann. So, hier überall. Da, hier steht's über. Hat wohl nicht so geklappt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einmal sauber und also reinigen. Jetzt tue ich mir mal eben Papier hier drunter legen. So, Reiniger drauf. Und dann gucken wir mal, dass wir das wieder hinbekommen. Das nur mal eben ein bisschen säubern. Ja, drehen wir mal rum. Hier sind ja die Pins drinne, Schärfen. Und da gehört ja kein Lot rein von der anderen Seite, ne? Definitiv nicht. Und ja, gucken wir mal, würde ich sagen. Let's rock. Auf geht's. Umdrehen. Dann Lötklamotten holen und dann löten wir mal frei hier. Fangen wir hier vorne an dann und gut ist das. Bis gleich. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier auf der Reihe bekommen. Tun wir mal Flussmittel drauf. Lötlitze haben wir hier. So, Lötkolben haben wir da. Dann schauen wir mal. Ich tue erstmal hier freilöten. Was ist denn das für ein Lot hier drauf? Säubern.
mal weg. Lötkolben. Noch ein paar, da gehe ich noch mal her. So, jetzt gucken wir noch mal. Gut aus, würde ich sagen. Ja. So, dann tun wir jetzt die Seite erstmal wieder zulöten, erstmal reinigen nochmal. So, ablüften lassen und bis gleich. So, dann löten wir die wieder zu. Absaugung, da ist sie. Und gut ist das. So, bisschen weiter weg hier bitte. So. Einmal Flussmittel bis hinten hin. Lötkolben. So, Lot. Und mehr. Soddele. Schauen wir mal. Einmal Säuberungsaktion wieder. Super. Sieht gut aus. Ja, dann können wir gleich zur anderen Seite schreiten. Einmal darüber. Papiereimer weg, kleines Päuschen. So, weiter geht's. Jetzt machen wir die andere Seite. Das tun wir hier mal eben kurz säubern. Man kann es auch mit der berüchtigten Zinnlutsche machen, wenn man möchte. Da kann man das auch mit freilöten, so richtig schön oldschool noch. Und ja, viele Wege führen nach Rom, oder wie war das, ne? So, mal eben drumherum ein bisschen säubern. Gut, dann einmal hier rüber, Flussmittel drauf,
Gut. Einmal weg. Lot. Dann einmal die Eifen-Lötstation rüberholen. Und dann löten wir hier einmal wieder bei, also neues Lot aufbringen. Ja, dann wollen wir mal neues Lot aufbringen, würde ich sagen. Und let's rock! So, da sind die Lötbahnen nämlich auch wieder frei und innen die Kontaktflächen sind dann auch wieder einigermaßen okay. Gucken wir mal rein. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, jetzt kann man noch mal eben drumherum mit dem Läppchen hergehen. Man sieht gar nichts. Ein bisschen abtrocknen. So, dann wäre dieser Part eigentlich schon erledigt. Ich habe auch verbleites Lot genommen. Und wenn es jemanden interessiert und auch wieder Amtec Flux. So, einmal drehen. Schauen wir noch mal. Sieht gut aus. Alles wieder ordentlich verlötet. So. Da gehen wir noch mal her bei dem. Wo ist er? Der gefällt mir nämlich nicht. Wo war er? Da. Was nicht gefällt, nacharbeiten. Besser ist das. So. Ich mach's auf jeden Fall so. Schauen wir nochmal. So. Nochmal säubern. Für gut befunden. Was es jetzt für Nintendo genau ist, kann ich gar nicht sagen. Da stehe ich jetzt auch außen vor. Ich habe das halt so geschickt bekommen. Unterlage einmal säubern, genau. So, einmal abtuppern. So. Hier liegt noch was. Was liegt denn hier? Was ist das?
gehen wir auch mal eben her. Wo war das? Haare oder sowas. Auch hier. Hier Schalter schon sehr oxidiert alles. Das Gehäuse, das ist irgendwie Metall, so wie es aussieht. So. Wie hier nochmal. Nintendo steht auf dem Chip. Aber so, ansonsten können wir jetzt nochmal mit dem Pinsel eben drüber gehen. Hier über der Spüle. Ich habe hier so einen Pinsel, da gehe ich dann drüber, Staub ausziehen. So, einmal wieder drauf. Gut. So, wären wir safe. Können wir hier nochmal glotzen. Ist natürlich auch direkt drin ohne Ende in den Anschlüssen. Hier. Und fängt auch schon an zu gammeln. Da drinnen, sieht man das? Uiuiuiui. Oxidation im Laufe der Jahre. Das ist, glaube ich, für die Gamepads. Sieht man das? Ja. Ist halt so. Der Zahn der Zeit. So, hier haben wir noch ein paar Anschlüsse. Fangen auch schon an. Und da ist auch noch ein Anschluss. Fängt schon an zu oxidieren, sieht man ja schon. Gut, gucken wir von der anderen Seite mal.
Aber der Anschluss sollte man auch mal nachlöten, glaube ich. Soll ich die mal nachlöten eben? Komm, ich löte da auch mal eben her. Hier auch. Sieht nicht mehr berauschend aus. Wie sehen die aus? Vorne. Da löten wir auch noch mal eben bei. Beidseitig. Ja, komm, wir machen das mal eben mit. Besser ist das. So, fangen wir hier an. Ich löte aber jetzt nur Blei bei. Flussmittel, komm her. Einmal. Hier ist kaum Lot drauf, wo? Oder schon weggefallen, weiß ich nicht. Gut, Flussmittel einmal weg. Lötkolben, Absaugung nochmal an hier. Dran. Wo stehe ich? Einmal hier. Gehen wir da nochmal her. Lot. Muss ich gucken, wo ich bin. Ich löte jetzt einfach bei. Auch wieder mit verbleibendem Lot. Das auch erledigt, würde ich sagen. Ablüften lassen. Gut, jetzt gucken wir uns die noch an. Das ist Stromaufnahme, glaube ich. Ja, 12 Volt, 3 Volt oder 3,3 Volt. Die löten wir auch mal eben kurz nach. Einmal drüber reinigen. Die andere Seite aus. Gehen wir auch mal eben her. Auch ein bisschen spröde schon. So. Gut. Lot, Flussmittel. Lötkolben wieder. Da ist er. Fangen wir jetzt hier vorne an. Sind wir gerade hier. Let's rock. Gut, dann machen wir jetzt auf der anderen Seite auch freilöten hier und einmal neues Lot aufbringen. Wo ist der Kacker da? So, Absaugung mal eben irgendwie hinstellen. So, Flussmittel ist schon drauf. Ein bisschen Litze.
und einmal frei löten. Gut, so, dann neues Lot, wieder zulöten, danach ist die andere Seite einmal dran. Gut. Einmal saubern. Saubern, was ist ein Deutsch? Säubern. Dann machen wir das jetzt auf der anderen Seite genauso. Ist das? Einmal drehen den Kasten. Jetzt gehen wir mit der Kamera aber mal ein bisschen mehr rüber. Spielraum. So. Einmal dorthin. Flussmittel. Einmal hin. Lötlitze. Einmal kürzen bitte. Gut. So, komm her, Herr Lötkolben. Gut. Einmal erledigt. Ich tue die Litze mal eben säubern. Löten. Flussmittel wieder. Gut. Spitze, wie sieht sie aus? Gut.
So, was brauchen wir? Lot. So, jetzt gehen wir mal her. Jetzt passen wir aber hier vorne mal ein bisschen mehr auf, Thomas. Da drücke ich jetzt nur die Pinne wieder mittig, mehr eigentlich nicht. Deswegen gehe ich da von beiden Seiten einmal her und gut ist das. So, jetzt gehen wir noch mal her hier. Komm her. Job erledigt. Lot kann weg, Flussmittel auch. Einmal säubern alles. Und dann wären wir auch schon durch. Kann er sich das Ding wieder abholen hier? Einmal abtupfen. Gut, Job erledigt. Einmal weg. Mal eben checken. Sieht gut aus, super. Andere Seite sieht auch super aus. Ja, wunderbar. Habe ich hier gekleckert? Mal eben was gucken. Da habe ich ein bisschen Lötkleckschen. Das löten wir natürlich auch mal eben weg. Komm her. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Einbau dann sonst Probleme entstehen können. Gut. Erledigt. Dann würde ich sagen, Job erledigt. Alles erledigt. Nochmal gucken.
keine Brücke gelötet. Auch hier nicht. Wunderbar. Herrlich. So. Da haben wir noch ein bisschen Dreck. Krümmelchen. So. Ich bin durch. Mit meinem Job. Dann würde ich sagen, ich melde mich ab. Könnt mir wieder ein Abo dalassen, einen Daumen hoch, Like oder einen Kommentar. Fördert die Bekanntheit des Kanals oder des Algorithmus. Ciao.